America is back anstatt America first. Kurz nachdem US-Präsident Donald Trump den Weg freigemacht hat für eine Übergabe der Amtsgeschäfte an Joe Biden, stellt dieser seine außen- und sicherheitspolitische Regierungsmannschaft vor. Es ist ein Team, das für die Sicherheit unseres Landes und unserer Bevölkerung sorgen wird. Es ist ein Team, das die Tatsache widerspiegelt, dass Amerika zurück ist, bereit, die Welt anzuführen und nicht sich von ihr zurückzuziehen. Nationale Alleingänge wie unter Trump soll es mit Biden nicht mehr geben. Das macht der neu gewählte US-Präsident deutlich. Mein Team steht dafür, dass Amerika am stärksten ist, wenn es mit Verbündeten kooperiert. Auch Bidens designierter Außenminister Anthony Blinken betont, dass die USA künftig wieder stärker auf internationale Kooperation setzen wollten. Wir müssen zu gleichen Teilen mit Demut und Zuversicht vorgehen. Bescheidenheit, denn wie der gewählte Präsident sagte, können wir nicht alle Probleme der Welt allein lösen. Wir müssen mit anderen Ländern zusammenarbeiten. Wir brauchen ihre Kooperation. Wir brauchen ihre Partnerschaft. Auch beim Thema Klimaschutz plant Biden eine Kehrtwende in der US-Politik. Um diese Krise zu beenden, muss die ganze Welt zusammenkommen. Joe Biden, Sie haben recht damit, am ersten Amtstag dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beizutreten. Und Sie haben recht damit zu sagen, dass das Abkommen nicht ausreicht. Biden soll im Januar als neuer US-Präsident vereidigt werden.